musste lernen, sie können und sie haben. Naja, es gab so ein paar Sachen, die mich gestört haben. Es hat mich auch nicht vom Hocker gehauen. Also es war schon schön, aber halt, ja. Ja. Mehr fällt mir auch dazu echt nicht ein. Es war halt schön, ja. Aber Mamma Mia war um Welten besser. Ja. Da war ich ja letztes Jahr mit meiner Mama. Oder was, dieses Jahr? Bin mir gar nicht sicher. Wie lange das her ist. Aber das war, da war das schon schöner. Nee, es war dieses Jahr. Das war wirklich, also das ist ein Musical, wo ich sage, das war auch echt toll. Ich war ja nicht in vielen Musicals. Ich war in den beiden, dann noch in Dirty Dancing. Ihr seht das nicht, aber ich schüttel gerade den Kopf, weil wenn ihr mit dem Gedanken spielt, es euch anzugucken, viel Spaß dabei. Aber ich will euch nicht allzu große Hoffnungen machen, weil es ist einfach nicht gut. Also, der Hauptdarsteller, ich hab den angesehen und dachte so, seit wann spielt Tarzan bei Dirty Dancing mit? Ich weiß nicht wieso, aber der hat mich einfach instinktiv sofort an Tarzan erinnert. Und ich habe mit einem anderen, ich habe mit einem Kumpel von mir gesprochen, der meinte so, ja, der männliche Hauptdarsteller sieht aus wie Tarzan, ne? Und ich dachte so, ja! Genau mein Gedanke! Er ist halt so, weiß ich nicht. Er hat halt überhaupt nicht in die Rolle gepasst. Was schade war. Einfach schade. Dann, die Hauptdarstellerin, ja, schön, dass sie da war. Es ist Zeit, dass sie geht. Also ich war nichts Halbes, nichts Ganzes, fand ich. Die haben zwei richtig geile Sänger gehabt. Eine Afroamerikanerin und ein, weiß ich nicht, Milchbubi. Die waren beide nur in Nebenrollen besetzt, hatten aber richtig geile Stimmen. So, boah! Waren aber leider zu selten zu hören. Also für meinen Geschmack. Die hätten definitiv echt Hauptrollen verdient, allein für die Stimmen. Die waren super gut. Und wo soll ich Sturmlegion-Aufseherinnen hernehmen? Sagt mir das noch einer? Keine Ahnung. Nee, von denen halten wir uns fern. Das brauchen wir auch nicht. Nee, also das war, die zwei waren richtig gut. Die Kleider waren toll. Also die Klamotten waren richtig geil. Fand ich sehr cool. Aber das war leider auch das Einzige, was einen da mitgerissen hat. Tut mir leid, ist einfach so. Und dann hatte ich noch gesehen Hinterm Horizont. Von dem kannte ich schon ein paar mehr Lieder. Also von Udo Lindenberg? Nee. Wie ist der so? Ich hoffe es. Nix sagen. Ich weiß es nicht. Aber der hat wirklich, also da hat's, okay, die erste Hälfte war schwach. Die war schwach, aber okay. Die zweite Hälfte hat einen richtig umgehauen. Die waren richtig, richtig gut und richtig stark in der zweiten Hälfte. Und damit ist das Musical dadurch auch richtig gut gewesen. Nur durch die zweite Hälfte. Und, das war auch eins, das war schön.
Ich kannte auch nicht alle Lieder. Man hat nicht jedes Wort verstanden, aber man hat immer mitbekommen, worum es geht im Lied und was die da singen. Und die hatten wirklich sehr talentierte und sehr dominante Stimmen einfach, die Hauptdarsteller. Und das ist für mich sehr wichtig. Ich kann es nicht leiden, wenn ein Hauptdarsteller hingeht und einfach untergeht. Dieses Problem hatte leider auch bei Mamma Mia die Donna, die Hauptdarstellerin. Die ist auch in der Menge einfach untergegangen. Was echt schade war, weil die hat eine tolle Stimme gehabt. Wenn die dann so irgendwelche A's von sich gegeben hat, dann war die auch unglaublich stark. Aber ansonsten im ganz normalen Text enttäuschend schwach. Das war leider wirklich enttäuschend schwach. Aber sonst, wie gesagt, sehr, sehr geil. Der Film ist natürlich besser. Aber das Musical war schon geil. Soweit kann ich noch Tolles erzählen. Ah ja, ich habe heute richtig gut geschlafen. Also hauptsächlich deswegen, weil ich wem anders beim Ego-Shooter-Spielen zugeguckt habe. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen böse. Aber weiß ich nicht, also da motiviert einen ja nichts. Weißt du, rennst du rum, von allen Seiten wirst du beschossen und dein Ziel ist es, alles tot zu machen und nicht zu sterben. Ja, das ist ja, boah, Wahnsinn, das ist da. Ich habe auch überlegt, ob ich Ego-Shooter spielen sollte, einfach mal für ein Let's Play. Es ist also, einerseits ist es bestimmt unterhaltsam, wie ich dann hingehe und mich in Schreikrämpfen winde, einfach aus dem Grund, weil ich viel zu schreckhaft bin und von allen Seiten umzingelt werden und beschossen werden ist jetzt, ne? Andererseits weiß ich nicht, so ist es so, weiß ich nicht. Köder und Keile. Es hat geklappt. Die hypnotisierenden Verstärker werden so schnell nicht wieder funktionieren. Bleibt in meiner Nähe, Datana. Mein Rachefeldzug hat gerade erst begonnen. Oh. Ich darf aber die anderen Quests noch abgeben. Ja? Danke. Ich habe sie zuerst gesehen. Da habt ihr mir ein paar hübsche Brocken gebracht, Datana. Ich werde in Glücksküste sicher einen ordentlichen Batzen einbringen. Ah ne, die werden in Glücksküste sicher einen ordentlichen Batzen einbringen. Vor allem, wenn man bedenkt, wie selten die Lieferungen heutzutage geworden sind. Gestohlenes Erbe. Der Rauch, der von den Staubwindhügeln aufsteigt. Den Rauch. Oh, ich kann nicht lesen. Kann ich von hier aus sehen. Das habt ihr gut gemacht, Elementalist. Wie gesagt, ich kann heute nicht lesen. Naga-Zauberer? Ich war ein Idiot, Datana. Die Naga sind Kreaturen aus der Ebene der Luft und dienen daher, genau wie die Sturmlegion, Kusia. Ich werde den Schwerpunkt meiner Forschung ab sofort auf die Brühwasserfelder verlagern. Oh, lesen will gelernt sein. Je tiefer sie stürzen. Vielen Dank. Diese Trolle hätten schon vor langem ausgeschaltet werden sollen. Sie machen nichts als Ärger. Nicht richtig im Kopf. Ich brauche wohl gar nicht zu fragen. Wenn die Sturmlegion beteiligt ist, dann sind auch Vorrichtungen zur Gedankenkontrolle im Spiel. Ich möchte wetten, sie haben irgendwo in der Nähe eine große Basis errichtet. Nur zwei? Okay. Die
Diener der Luft. Die Naga gehören zu den übelsten Kreaturen, die mit der Sturmlegion im Bunde stehen. Schon viele sind nichtsahnend in die Brühwasserfelder spaziert und nie mehr zurückgekommen. Und zu allem Überfluss haben sie jetzt auch noch Gefangene, elementare Luftkreaturen, für ihre finsteren Zwecke zu mobilisieren. Eiskalt abserviert. Luftelementare sind ungestüme Wesen, die den Wüstensand aufwirbeln, um die Gegner der Sturmlegion zu vernichten. Die Naga müssen sie zu einem ganz bestimmten Zweck heraufbeschwören. Wenn ich etwas von ihrer Essenz bekäme, könnte ich vielleicht mehr darüber herausfinden. Unter Druck. Die Naga leben jetzt schon seit Jahren in den Brühwasserfeldern. Sie verehren die Geysire dieser Gegend als natürliche Schreine für Crucia und binden sie in ihre Rituale ein. Durch Messungen der Spuren von Ebenenluftmagie, die sie enthalten, könnte ich mehr über das Ausmaß der jüngsten magischen Aktivitäten der Naga erfahren. Na gut, dann gehen wir mal los. Aber ich brauche einen ganz kleinen Moment. So, da bin ich wieder. Genau passend, um meinen Schergen abzuholen. Wir kriegen ja ein Artefakt. Yeah, doch schon eins. So, damit Jasper. Da haben wir schon einen auf Level 11. Den kriegen wir jetzt auch auf Level 11. Und dann geht es ja langsam höher. Ich weiß nicht, was die höchste Stufe für Schergen ist. Macht aber nichts. Vielleicht kriegen wir es nämlich noch raus. Das heißt vielleicht... Ich brauche noch 4 Level bis zur nächsten Instanz. Es ist so ewig einfach. Naja, egal. Nee, so ab und zu eine Instanz wäre schon einfach mal geil. Einfach zur Abwechslung. Aber naja. Was soll's. Wir töten jetzt halt einfach mal ein paar Naga. Die eigentlich ganz cool aussehen. Schwanz ist ein bisschen seltsam am Ende, aber ansonsten finde ich die eigentlich ganz hübsch geworden. Ich brauche 12 Nager, okay. So. Dann vermessen wir den Geysir. Wundervoll. Oh, hier ist ein weiblicher Naga, der deutlich hässlicher ist als der männliche Naga. Aber vielleicht ist es hier wie bei Vögeln. Wenn ich, wer das noch nicht wusste, bei Vögeln ist es so, dass die Männchen deutlich hübscher sind als die Weibchen. Die sind halt farbenprächtiger und insgesamt halt schöner vom Gefieder her. Die Weiber sind immer eher unscheinbar. Sieht man bei Faun zum Beispiel sehr deutlich. Oder bei Amseln. Und die Männer müssen halt besonders schön sein, um die Weiber zu beeindrucken und dementsprechend ein... Weib abzubekommen. Oder das Weib ihrer Wahl zu bekommen. Abgesehen davon, dass sie natürlich auch singen müssen. Also besonders schön und. Aber das ist auch mal was, ne? Könnte man sich ja für die menschliche Rasse überlegen. Dass nicht die Weiber sich in Schale schmeißen müssen, wie Pumps, irgendwelche viel zu engen Ballkleider, Hochsteckfrisuren, die 3 Stunden brauchen, sondern dass das mal die Aufgabe der Kerle ist. Das würden die auch nicht aushalten.
Nee, nee. Ich könnte, also ich, natürlich kenne ich Kerle, die sich aufbrezeln, sei es jetzt mit gegelten Haaren oder ins Sonnenstudio und Fitnessstudio gehen, um besonders geilen Body und ein 8-Pack, weil 6-Pack heutzutage out ist, zu bekommen und. Aber es ist halt trotzdem immer noch sehr verankert, dass das Vibe halt attraktiv in irgendeiner Art sein muss, um einen Kerl abzubekommen.